So, moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Werder News Folge heute mit den folgenden News. Und zwar, Werder muss Geldstrafe bezahlen und Buschanan und Bittencourt doch nicht verletzt. Aber Leute, ihr wisst ja Bescheid, alles nach dem Intro. So Leute. Dann bin ich mal wieder da. Und zwar, Werder muss eine Geldstrafe bezahlen. Weshalb, sage ich euch jetzt. Und zwar, zum Ausstieg dieser Saison, unsere Rückkehr in die Bundesliga, ist ja sehr viel passiert. Werder ist aufgestiegen mit einem 2-0 gegen Jahn Regensburg. Und natürlicherweise wurden Pyros gezündet. Man ist auf dem Platz gestürmt. Es haben sich natürlicherweise Leute auch verletzt. Natürlich jetzt nicht schlimm, soweit ich weiß. Aber ja. Und der DFB fand das halt auch nicht so gut. Besonders auch bei Schalke fanden die das nicht so gut. Aber bei Schalke von einer Geldstrafe habe ich noch nichts gehört. Verbessert mich aber gerne, falls da schon eine Geldstrafe verhängt worden ist. Ja. Wir müssten aber jetzt eine Geldstrafe von 47.000 Euro bezahlen und ein paar Hunderter, weil sich ein paar Leute verletzt haben und wegen dem Pyros, dies, das. Ja, und wir müssen davon nur 15.000 Euro bezahlen, wenn wir ein verbessertes Sicherheitssystem einbauen und das auch nachgewiesen werden kann in diesem Dezember. Ansonsten müssen wir diese 47.000 Euro bezahlen. Ja, mal gucken, ob das passieren wird. Und ja, dann kommen wir jetzt direkt zum nächsten News. Und zwar Buchanan und Bittencourt doch nicht verletzt. Die beiden haben sich ja im Spiel gegen Energie Cottbus leicht verletzt und mussten deshalb auch ausgewechselt werden. Was für mich schon etwas Angst gemacht hat, weil Bittencourt war ja ab und zu mal verletzt, besonders an der Saison. Am Anfang der Saison war er lange verletzt. Und ja, aber Werder Bremen hat eine Entwarnung gegeben und hat gesagt, dass sie halt nicht schlimm verletzt sind, dass sie nur ein paar muskuläre Probleme hatten, also Krämpfe oder so. Ja, aber zum Bundesliga-Auftakt gegen VfL Wolfsburg am Start sein können. Und ich freue mich natürlich und ich hoffe, das wird ein gutes Spiel. Eine Prediction kommt dazu wahrscheinlich auch noch. Und ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich jetzt. Eure Meinung zu der Geldstrafe von Werder Bremen. Ja, dann bis bald. Euer Justin. Tschüss.